Was ist in deinem Glauben Sünde? Mein Name ist Fatlum, ich komme aus Korbach, bin 14 Jahre alt. Mein Glauben ist Moslem und meine Eltern kommen aus dem Kosovo. Also bei mir Sünde ist, bei meinem Glauben ist, wenn man Alkohol nimmt, Drogen, Zigaretten, auf Partys geht, mit anderen Frauen, wenn man schon eine Freundin hat oder eine Frau so gesagt, wenn man mit denen halt mit anderen halt betrügen sozusagen. Mhm. Welche anderen Regeln befolgst du so in deinem Alltag noch? Ich heiße Hanna, ich bin 19 Jahre alt, ich wohne in Korbach. Ich mache im Moment eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin und ich bin Christ. Ich gehe in eine Baptistengemeinde in Korbach. Halt, ich muss sehr gut drauf aufpassen, dass ich keine Schweinefleisch esse zum Beispiel. Halt, das ist sehr wichtig, das ist das Wichtigste so für mich, dass ich halt, ich habe Freunde, die mir haben was anbieten, hier nimm mal, muss ich auch manchmal sagen, nee danke, ist leider halt nichts für mich, ne, weil auf Gelatine oder Schweinefleisch zum Beispiel. Wie ist es bei dir so im Alltag? Was sind denn bei euch so die größten Sünde? Habt ihr überhaupt Sünde oder gibt es das bei euch? Weil Sünde gibt es bei uns. Steht auch zum Beispiel, dass das wichtigste Gebot, was man halten soll, ist, den Nächsten zu lieben wie sich selbst und Gott. Das finde ich oft sehr schwierig oder ist eigentlich fast unmöglich, das so zu tun. Also bei uns mit der Sündenvergebung ist das halt, wenn man jetzt eine Sünde macht, man betet zu Allah, hebt sich die zwei Hände vor sich. Und dann halt verzeiht man ihn, wie bei euch. Aber wenn man jetzt zu viele Sünden hintereinander macht, dann geh lieber in die Moschee. Jeden Freitag, Freitagsgebet heißt es bei uns, betest du halt da. Und dann werden automatisch die Sünden, die du hinter dir hast, halt schon, wie soll ich sagen, die werden einfach dann ausgelöscht. Ausgelöscht, genau. Ich zum Beispiel gehe ich mit meinem Vater, mit meinem Bruder, bete und dann gehe ich nach Hause. Dass man die Sünden wegbekommen haben will, halt gehst du dann halt freitags in die Moschee. Halt machst es nicht mehr nach, ne, weil es gibt einmal einen schlechten Engel und einen lieben Engel, die schreiben ja alles auf bei uns. Halt, ja. Okay, bei uns ist das ein bisschen anders. Also es ist einfach total schwierig, seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben. Oder ich finde es zumindest sehr schwierig. Weil natürlich ist man mal neidisch oder man ärgert sich total über jemand anderen, ist wütend auf den oder sowas. Und wenn ich das dann sehe, im Nachhinein zum Beispiel, da war ich jetzt wütend auf den, das war nicht richtig, das war eine Sünde, dann kann ich einfach sagen, Gott, es tut mir leid und er vergibt mir. Und ich weiß, dass mir vergeben ist und dass diese Schuld nicht mehr da ist.